Okay. Hier ist aber jetzt kein Gott oder so, mit dem wir sprechen müssen, oder? Nee. Gut, dann gehen wir mal zum Magier. Das kann ja nicht sein. Das Dorf ist leergeräumt. Ja, es ist ja äußerst merkwürdig. Aufgabe nicht gelöst, obwohl Aufgabe gelöst. Ich weiß es nicht. Was ist im Ort geschehen? Ich spüre, dass Jatulens Zorn verraucht. Wie kannst du das spüren? Ich weiß eben, dass sich die Skapulari ins Meer zurückziehen. Sind die Bewohner von Clovelly jetzt in Sicherheit? Ja, das sind sie. Aber erzähl mir doch, was geschehen ist. Diese Witwe, sie hat sich selbst geopfert. Es ist wirklich eine traurige Geschichte. Ich verstehe. Hoffentlich trifft sie ihren Mann auf der anderen Seite. Und was ist mit dem Mörder? Ich habe ihn am Leben gelassen. Er ist mir eigentlich gleichgültig. Das war weise. Vielleicht wird er für den Rest seines Lebens versuchen, seinen Fehler wieder gut zu machen an anderen. Wie auch immer, ich werde jetzt weiterziehen. Ja, sicher. Ich gehe auch fort von hier. Südlich von hier sollen ebenfalls Skapulari aufgetaucht sein. Ohne deine Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Bescheidenheit ziert den wahren Helden. Leb wohl. Was hat er denn gemacht, außer blöd rumzustehen? Jetzt bedanken wir uns bei dem dafür, dass er sagt, ja, geh mal zur Stadt. Ja, geh nochmal zur Stadt. Ja, red nochmal mit der. Ja, mach das nochmal. Das war keine Hilfe, das war... Oh. Na egal. Okay, es stimmt ja schon. Ohne seine Anweisungen hätten wir es vielleicht nicht hinbekommen, aber... Naja, der wahre Held waren jetzt eher wir, oder? Wir haben das ganze Lager ausgehoben und den Mörder dazu gebracht, auszupacken. Und, ja, die ganzen Konfrontationen mit der Witwe geführt und so weiter und so fort. Also, dass der jetzt der Held ist, naja, ist ein bisschen übertrieben. Ein bisschen. Gehen wir nochmal zum Bürgermeister. Ich erwarte eine... Ah, toll. Stimmt ja, 650 Goldmünzen, ne? Super. Rückwärtsgang. Hast du die Skapulari besiegt? Sie werden euch nicht mehr behelligen. Oh, wie hast du das nur hingekriegt? Es war nicht so einfach. Aber ich will nicht weiter darüber reden. Du solltest nur eines wissen. Amalyn hat ihr Leben geopfert, um den Ort zu retten. Was, Amalyn, die Witwe? Sie war so traurig nach dem Tod ihres Mannes. Aber das... Warum hat sie das getan? Sie hatte wohl ihre Gründe. Aber von nun an solltet ihr ihren Namen mit Achtung aussprechen. Das wollte ich euch nur wissen lassen. Ich danke dir für alles. Wir werden sie gut in Erinnerung behalten. Aber ist das jetzt eigentlich so, dass Amalyn das Geld für die Skapularis verdient hat? Versuch nicht, dich mit mir anzulegen. Ich bin schlimmer als ein Haufen Skapulari. Ja, ja, schon gut. Hier ist das versprochene Gold. Na also, geht doch. Leb wohl. Ist ja nicht so, als wäre das jetzt unglaublich viel Gold, ne? Oh! Oh. Schön, dass das Katana einfach die Ultrawaffe ist. Probieren wir mal aus. Okay, wir gehen noch einmal schnell zu den Händlern, aber da wird wahrscheinlich eh nichts Neues sein, schätze ich mal. Nur Adresse halber, oh! Langschwert der Macht.
Na, das ist bestimmt kein Zweihänder. Und guten Tag. Wünsche ich auch. Okay, gut. Dann haken wir das ab und sind hier unten soweit fertig. Mit dem Dorf. Schön. Ja, dann jetzt hier Richtung Forstowns. Supi. Und in Forstowns ist doch angeblich das Paket gelandet, oder? Dieses Paket für die Geritzer, dieses Zwergenpaket. Eine halbe Ewigkeit her, ich weiß es aber noch. Gut, das war's mit dem Fischerdorf erstmal. Wunderschöner Ort, aber... ja, von der Quest her grausig, oder? Hier sind sehr, sehr viele Mana-Quellen. So, le Karte. Jetzt müssen wir halt gucken, wie wir reiten. Wir reiten jetzt hier runter. Nach Forstowns. Das heißt, den nächsten schmalen Weg ab. Nach rechts. Wobei wir auch natürlich per Teleport mal eben einige Aufgaben erledigen könnten, ne? Wir müssen noch die, nicht Knospen hier der Heimsuchung da, diese... ach, sag mal schnell. Sprossen. Sprossen der Heimsuchung müssen wir noch überbringen. Und noch irgendwas. Okay, dann jetzt geradeaus vorbei und dann links hoch. So, hier nicht rechts ab, sondern geradeaus. Und hier jetzt links. Und dann nach vorne die nächste rechts. Sehr schön. Oh. Oh, na gut. Ist wieder schön hier zu sein. Ja, toll. Toll, direkt der volle Nebel hier. Super. Okay. Man sieht sehr viel. Ein Gehöft. Ist das Forstowns? Ne. Doch, das ging ja schnell. Okay, wir haben Forstowns erreicht. Sagt nicht Forstowns heißt, weil hier so vier Steine auf Hügeln platziert sind. Dann kriege ich aber zu viel. Sehr, sehr nebelig. Und hier ist der Teleporter. Wie heißen die hinten jetzt überhaupt alle? Hier haben wir Teleport, Cloverly Teleport, Teleport, Adlerkopf Teleport, Teleport. Den Teleport, okay. Okidoki. Wir haben Forstowns erreicht. Sieht nicht sehr einladend aus. Willkommen. Hallo, hallo. Sei gegrüßt, Fremder. Ja, du auch. Ich frag mich, was es mit diesen riesigen Steinen auf sich hat. Es sollen Grabsteine sein. Jemand Wichtiges muss dort begraben liegen. Davon bin ich überzeugt. Okay. Und dieser Turm, der den Ort überragt, was ist das für ein Turm? Ich glaube, es ist ein Turm der Nekromanten. Es soll hier einmal viele gegeben haben, vor Urzeiten. Aber jetzt ist er verlassen. Na, glaube ich eher weniger. Ist zuletzt etwas Außergewöhnliches passiert? Die Leute erzählen, dass die Orks immer stärker werden. Es scheint unendlich viele von ihnen zu geben. Das werden wir im Südosten herausfinden. Auf Wiedersehen. Okay.
Hä? Sollte der Ort nicht verlassen sein? Anon Moha und Yuna Everest. Verdammt, wo ist mein Lehrjunge? Hast du ihn gesehen? Ah, warum muss ich mich hier mit Fremden abgeben? Hast du Ärger mit dem Jungen? Er sagt, ich wäre gar nicht ich. Ich natürlich versichere ihm, dass ich sehr wohl ich selbst bin, aber er wiederum, das hätte mein anderes Ich auch gesagt. Dein anderes Ich? Bist du sicher, dass es dir gut geht? Dir mag es vielleicht sonderbar vorkommen, aber ich habe schon merkwürdigere Dinge erlebt. Und ja, zurzeit arbeitet eine identische Ausgabe meiner selbst im Nachbarort. Hast du dich selbst vervielfältigt? Nein, beziehungsweise das ist nur ein Teil der Geschichte. Und leider ist sie nicht so ausgegangen, wie ich es erhofft hatte. Aber egal, ich will meinen Lehrjungen zurück. Willst du mir dabei helfen? Wie könnte ich da helfen? Er ist ein bisschen mitgenommen von dem ganzen Durcheinander und nun hat er sich den magischen Spiegel geschnappt, den wir verwendet haben, und will ihn nicht mehr hergeben. Warum meinst du, hat er das getan? Weil er nicht glauben will, dass ich der Echte bin. Kannst du nicht versuchen, ihm den Blödsinn auszureden? Ich brauche den Spiegel, um mein anderes Ich loszuwerden. Ich werde auch gut zahlen. Oh Mann, die Magier haben Probleme. Da halte ich mich lieber raus. Woher sollte ich wissen, wer von euch beiden das Original und wer die Kopie ist? Gute Frage. Ja, ich spreche mal mit dem Lehrjungen. Mal sehen, was ich erreichen kann. Oh, danke, mein Freund. Ja. Und du bist auch ganz sicher der Echte. Bitte? Aber natürlich bin ich das. Und mach dich lieber auf den Weg. Er ist die Kopie. Warum hast du nicht einfach einen Doppelgänger deines Lehrjungen hergestellt? Warum von dir selbst? Das würde die Sache nur noch komplizierter machen. Außerdem würde er dann völlig durchdrehen, befürchte ich. Scheint ein sensibler Bursche zu sein. Untalentiert. Ein bisschen widerborstig zwar, aber wenn man bedenkt, was er alles durchgemacht hat, ist das ganz verständlich. Ah so. Na gut, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich rede hier auch schon. Gequälten Mist, auf Deutsch gesagt. Ah, okay, und wen haben wir hier noch? Yuna. Four Stones war noch nie so gefährdet wie jetzt. Die Gründerväter dieses Dorfes müssen auf beiden Augen blind gewesen sein, als sie sich diesen Platz ausgesucht haben. Wie meinst du das? Ist dir der schwarze Turm aufgefallen, der alles überragt? Wir dachten, er wäre nicht mehr aktiv. Aber irgendwer oder irgendwas ist dort oben zugange. Es müssen Nekromanten sein. Gefährden sie euch? Bestimmt. Wir haben die Sachlage zu lange heruntergespielt. Dabei wussten wir, dass die Nekromanten dem Geheimnis der Türme auf der Spur waren. Aber dann haben wir uns damit beruhigt, dass es keinerlei Aufzeichnungen über die Türme gibt. Weder bei den Elfen noch bei den Zwergen. Nirgendwo. Also dachten wir, sie würden schon nichts herausfinden. Ein wenig kurzsichtig. Ja, nun sind uns die Nekromanten einen Schritt voraus. Jemand ist bei den Türmen gesehen worden. Und seitdem sind ein paar Leute der umliegenden Dörfer einfach verschwunden. Will die Gemeinschaft etwas unternehmen? Ich soll vor Ort ermitteln und alle nötigen Schritte ergreifen. Aber ich alleine bin dem sicher nicht gewachsen. Die Gemeinschaft hat einfach zu wenig Leute. Was sie natürlich nicht gerne zugeben. Ich weiß um deine Verdienste für die Gemeinschaft. Es wäre mir eine Ehre, wenn du mir bei dem Problem hilfst. Gegen eine entsprechende Belohnung, versteht sich. Ja, bei dem Turm waren wir. Die meinten den Turm. Ich dachte, sie meinen den Turm hier. Den schwarzen Turm, die Nekromanten, die sind ja schon alle futsch. Na gut, was soll ich denn tun? Ich glaube nicht, dass jemand in der Lage ist, die Schuldigen zu fassen. Aber die Dorfbewohner müssen geschützt werden. Der Ruf der Gemeinschaft steht auf dem Spiel. Keine Sorge. Ich habe Erfahrung mit sowas. Was weißt du über die dunklen Türme? Wir wissen nur, dass es 5 davon gibt. Die Gemeinschaft weiß nicht, wer für diese Ungeheuerlichkeit verantwortlich ist. Ihr wisst also nicht, wer sie gebaut hat? Vermutlich die Elfen. Es war ihr Territorium vor dem Krieg. Aber die Türme sind nicht viel älter als 300 Jahre. Vielleicht wurden sie während des Krieges erbaut. Gut möglich. Wir wissen es nicht.
Ja, der sah ja sehr, sehr unheimlich aus, ne? Diese markanten schwarzen, sehr glatten Steine. Die Form war auch relativ ungewöhnlich, kannten wir so bis jetzt noch gar nicht, die Bauweise. In letzter Zeit hört man immer öfter von den Nekromanten. Merkwürdig, oder? Ja, das kommt mir auch so vor. Und der Rat der Gemeinschaft ist sich sicher, dass es jemanden gibt, der versucht, ihre Kräfte zu bündeln. Warum sollten sie sich zusammentun? Das weiß ich nicht. Sie haben so lange im Verborgenen gewirkt. Vielleicht brauchen sie nur einen kleinen Anstoß, einen Mann mit Visionen. Das könnte sehr gefährlich werden. Vielleicht will jemand sie vor seinen Karren spannen. Mein Gedanke. Wollen wir hoffen, dass alles sich in Wohlgefallen auflöst? Hoffentlich. Na, ich muss weiter. Viel Glück auf deinen Reisen. Dankeschön. Schwarze Schatten. Haben wir die Aufgabe denn nicht jetzt schon gelöst? Die von dem dunklen Turm ausgeht. Four Stones ist in Gefahr, Ausrufezeichen. Okay. Machen wir, aber ich würde gerne zuerst mit dem Lehrjungen sprechen. Ihr müsst ja hier irgendwo sein, oder? Sei gegrüßt. Ah, hier. Esperon. Wer bist du? Anon schickt mich. Bleib, wo du bist. Ich werde dir den Spiegel nicht geben. Aber Anon möchte doch nur dasselbe wie du, die Kopie loswerden. Die Frage ist nur, wer ist der echte Anon? Ist das wirklich so wichtig? Natürlich ist es das. Ich war lange der Schüler des echten Anon. Ich habe ihn schätzen gelernt. Und ich bin ihm sehr zugetan. Ich kann nicht zulassen, dass ein Doppelgänger ihn tötet. Aber nicht mal du kannst sie auseinanderhalten. Warum also die ganze Aufregung? Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, ich weiß auch nicht genau, aber ich kann es einfach nicht zulassen. Irgendwann wirst du eine Entscheidung treffen müssen. Vielleicht hilft es, eine Münze zu werfen. Ach, du machst dich über mich lustig. Aber vielleicht weiß Lokamaios weiter. Er ist schuld an der ganzen Sache. Wenn er sie auseinanderhalten kann, gebe ich dir den Spiegel. Ja, ich muss sagen, dieses Doofe. Und das, ja, natürlich bin ich der Echte. War relativ eindeutig, oder? Und wenn der Spiegel doch beim falschen Anon landet, würdest du den Unterschied je bemerken? Wahrscheinlich nicht. Aber ich werde die Sache nicht dem Zufall überlassen. Ich muss wissen, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Ja, kann ich verstehen. Ich breche auf. Viel Erfolg. Kann ich halt verstehen, dass er nicht einfach sagt, jo, ist egal, wer am Ende überlebt. Das ist, kann ich verstehen. Ernsthaft? In Katalon? Na gut, dann verschieben wir das. Gibt's noch mehr Aufgaben oder einen Händler meinetwegen? War auch nicht schlecht. Ah, hier. Schön, schön. Ein neuer Harnisch. 953, klar. Läuft bei uns. Wenn ich den jetzt da drauf lege, ne? Dann passiert was ganz, ganz Schlimmes. Heftig. Boah, die Schilde. Todesklaue, Adlerschwinge, Dämonenfurcht, mächtiger Turmschild des Todes, was ist denn los? Auf der Durchreise. Ja, ganz genau. Na gut, gehen wir nochmal zurück zum Turm. Ist furchtbar, dass es hier so neblig ist. Ist ganz schlimm. Ah, ihr seht, Four Stones wortwörtlich wegen den vier Steinen rundherum. Richtig blöd. Ih, eine Spinne! Ja, die Waffe ist sehr schnell und macht halt sehr viel Schaden, ne? Ihr hättet jetzt natürlich auch zwei Katanas nehmen können, ne?
Okay. Oh, seht mal hier. Lazar Larat. Hallo, Fremder. Du siehst aus, als hättest du ein gutes Herz. Vielleicht kannst du einem armen Mädchen helfen? Was kann ich denn für dich tun? Es geht um meine Mutter. Sie ist ein so guter Mensch und ich verdanke ihr alles. Jetzt ist sie krank und ich kann ihr die Medizin nicht leisten. Wie viel Gold brauchst du denn? 5 Goldstücke würden reichen, um meine Mutter zu retten. Wir sind sehr arm. Aber ich könnte dir Kräuter sammeln für das Geld. Also 5 Goldmünzen? Ja, bitteschön, wenn es deiner Mutter hilft. Oh, ich hab gleich gewusst, dass du mir helfen würdest. Komm zurück, wann immer du willst. Ich werde jedes Mal ein paar schöne Kräuter für dich gesammelt haben. Das ist lieb von dir. Leb wohl. Bitteschön, bitteschön. An welcher Krankheit leidet denn deine Mutter? Es ist das orksche Drüsenfieber. Orkische Drüsenfieber. Und wie kann es sein, dass ihr nicht einmal 5 Goldstücke aufbringen könnt? Ich meine, das Gold wird einem hier doch regelrecht entgegengeworfen. Ach, ich bin eine Halbwaise. Wir müssen ständig um unser tägliches Brot kämpfen, meine Mutter und ich. Okay, auf Wiedersehen. Vergiss nicht, später bei mir vorbeizuschauen, wegen der Kräuter. Ja, eine gute Tat. Ich fürchte, aber es hat sich erledigt. Also, für Kräuter lohnt es sich für uns kaum zurückzuschauen. Okay, der Turm. Ja, da müssen wir nochmal hin. Er bringt nichts. Aber trotzdem, nochmal ganz kurz. Es hatte doch irgendjemand hier, und da bin ich mir ganz, ganz sicher, die Zwergen waren. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Ich bin mir wirklich relativ sicher. Weiß ich nicht. Ich dachte wirklich, der wäre hier. Der Kontakt mit den Forstzones. Komisch. Komisch, komisch. Aber gut, ich würde gerne noch ganz schnell mit Hans zurückreiten, damit wir zumindest noch die Sache mit den Nekromanten klären können. Wir haben ja eigentlich bereits da oben aufgeräumt, also viel außer hin und her reiten dürfte da nicht mehr rumkommen. Aber dass sie den Turm da meinen, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, die meinen jetzt hier in der Stadt den kleinen Holzturm. Wartet, wartet, ich komme. So, schön vorsichtig. Naja, aber wie gesagt, so schlimm waren die Nekromanten ja auch gar nicht, ne? War ja alles gut verkraftbar im Nachhinein. Bitte, dass nicht alle wieder erschienen sein. Das finde ich so schön. Nee. Hans, bitte warte hier. Und nicht mit dem untoten Pferd anfangen. 2 Skillpunkte erhalten. Okay. Wir müssen also nur nochmal hinreiten. Dann wieder zurück. Dann haben wir die Aufgabe erledigt. Schön. Dann verstehe ich jetzt nicht ganz, was bei Forstzones der große Hintergrund war, weil irgendwie fehlt mir da so die große Aufgabe.
Oh weh. Oh weh, okay. Schön abgekürzt. Und ich freue mich inzwischen richtig auf die Hauptstadt, wisst ihr das? Also auf die Hauptstadt, auf die große Stadt da hinten. Das wird super. Ich wollte mal ganz kurz gucken, wie kommen wir dahin? Ja, auch hier unten rum erst. Also hier, ne, auf Katalon. Wobei, ihr seht das hier, Kudina ist fast genauso groß, aber auf Katalon freue ich mich riesig. Da ist Katalon übrigens. Ne? Das wird ein Spaß. Und Kudina ist irgendwo da hinten. Aber von hier aus müssen wir jetzt erst Richtung Norden, dann treffen wir Ho, von dem wir erfahren, wo wir die restlichen Gegenstände des Reliktes herbekommen. Und von da aus geht es dann erst Richtung Süden, Richtung, das sind die Four Stones übrigens, Richtung Süden, Richtung Katalon. Dauert also noch ein bisschen. Ach, seht ihr, auch hier kann mal die Sonne scheinen, schön. Aber ganz ehrlich, hier hätte ich keine Stadt gebaut, mit den vier Steinen, also das wäre mir ein bisschen zu unheimlich. Ein bisschen. Wie kommst du voran? Ah, du kannst dem Bürgermeister sagen, dass euer Ort jetzt sicher ist. Was war in den Türmen? Verrat es mir. Du hattest recht. Dort waren Nekromanten am Werk. Aber ich habe ihn nicht gefunden. Du hast deinen Ruf nicht zu Unrecht. Du hast das Dorf gerettet. Hier ist deine Belohnung. Ich hoffe, sie entspricht deinen Vorstellungen. Dankeschön. Viel Glück auf deinen Reisen. Dankeschön. Stufaufstieg. Und Ansehen bei der Magiergilde gesteigert. Na, hat sich doch gelohnt. Nö, lohnt sich nicht. Okay. Trotzdem bin ich mir unsicher. Ich war mir echt so sicher, dass wir hier irgendwo das Zwergenpaket bekommen können. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja gut, bringt ja nichts. Dann ist der nächste Weg Richtung Norden, Richtung Ho und dann Richtung Süden, Richtung Katalon. Da ist noch ein Stückchen hier. Lhasa. Da ist die Stadt. Das dauert nicht mehr lang. Jo, ein kleines Stück reiten wir noch. Jetzt wird's gleich ein bisschen. Oh, Banditen, wirklich. Tot, tot, tot. Hallo, meine Freunde. Oh, ich hasse den Bogenschützen, ne? Oh, okay, doch nicht. Edle Kriegshose, schade. Schwert der Macht ist auch nicht so toll, aber können wir verkaufen. Blöden Bogenschützen, ich sag's euch. Nein, nein, nein. Mal sehen, ob ich das aufkriege. Ja, nee. Unsere Hose ist immer das Beste. Ich treffe ihn einfach nicht. Das ist so doof. Guck mal, es geht einfach nicht. Es geht nicht. Das ist so scheiße. Entschuldigung, guckt euch an. Ja, dann kannst du mich mal. Also, das ist so zum Kotzen.
Diese bescheuerten Banditen mit dem Bogen. Das geht gar nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Mit 200 trifft man den, weißt du, Mister. Mit der langsameren Waffe treffen wir den. Das ist echt ein Witz. Naja. Okay, machen wir mal hier vorne bei der Mana-Quelle Schluss. Und werden beim nächsten Mal dann bis zu Ho reiten. Und dann herausfinden, wo wir weitere Teile des Reliktes finden. Also eigentlich dann wieder Haupthandlung, ne? Hier Ho und dann der Weg nach Norden und dann auf nach Katalon. Ich freue mich schon. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Two Worlds und bis zum nächsten Mal. Ich speichere noch schnell. So. So. Bis dann, Leute.